Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es super und heute gibt es wieder ein Weekending Rewards. Ich habe tatsächlich am Freitag am frühen Morgen das gespielt. Ich weiß auch nicht wieso, ich hatte einfach Lust. Ich habe nebenbei Furkis Stream angeschaut und dachte mir, ich zock mal selber, aber das war ein Fehler. Ihr habt ja mitbekommen, wir haben einen Patch reinbekommen, was auf jeden Fall sehr, sehr schlecht ist, meiner Meinung nach. Ja, ich zocke halt, wie gesagt, am Wochenende nur, aber das Ding ist halt, man kann absolut gar nichts mehr hier machen bei dem Spiel. Man ist einfach ideenlos, ja. Ich habe auch nicht so viele Skills, ja, gebe ich auch zu, aber das Ding ist halt, also letzte Woche ging, ne? Ich hatte ein bisschen Spaß, aber die Woche absolut gar nicht. Ich habe auch sehr, sehr schlecht gestartet. Mit 0-3 oder so. Mehr Nachhinein dachte ich mir, okay, ich hole diesmal wieder gut. Dann habe ich wieder Klatsch bekommen. Also komisch. Das Spiel ist echt komisch. Aber dazu erzähle ich so, während ich Packs hier. Apropos Packs, ich habe auf jeden Fall was Geiles für euch. Das heutige Video wird von meinem Partner Enebo unterstützt. Gönnt euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung. Es ist verlinkt. Ich habe was krass für euch. 100 Euro PSN-Karte für 84,99 und ihr kriegt auch einen Rabattcode. FIFA PSN großgeschrieben und ich spare auf jeden Fall jede Menge Geld. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Nicht nur PSN-Karten, natürlich auch Xbox Live-Karten oder PC-Spiele. Könnt ihr auch natürlich auch gönnen. Und Dankeschön, Jungs und Mädels, für eure Unterstützung. Und Dankeschön an Eba, dass ihr immer wieder, ja, mit mir kooperiert. Und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Let's go. So, am Ende des Tages habe ich wieder 8 Siege geholt. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich stand sogar mittlerweile irgendwann so 4-6 und so. Ich werde ein bisschen erzählen und dabei auch Packs ziehen. Ich habe auch so Top-Partien gemacht. So, Jungs und Mädels. Also, wir gehen rein, wir ziehen mal. Wir haben auch ein bisschen Coins am Start. Mein Team hat sich auch verbessert. Ich hatte auch ein bisschen Packluck. Zeige ich euch ganz zum Schluss mein Team. Ja, wie gesagt, Patches gekommen und ich finde, das Spiel ist auf jeden Fall grottenschlecht. Man hat absolut keine Ahnung, was man da machen soll. Also, oh, wir haben einen Walkout bekommen. Ich glaube, es ist eine Frau, ZOM, America. Keine Ahnung, wer das sein sollte, wer sie sein kann. Drücken wir mal auf X. Ich hoffe, Rating ist gut. 87. Okay. Kostet auch 12,5. Schmeckt, ehrlich gesagt. Verkaufen wir sofort. Ja, wie gesagt, ich bin so ideenlos, ne? Falls ihr da Ahnung habt, könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben. Aber es ist echt traurig, wie das Spiel so ist, ja. Also dieses Patch, ich weiß nicht, ist einfach sinnlos, ne? Warum muss man immer wieder irgendein Patch rausbringen? Lass doch einfach das Spiel so. Es hat auch Spaß gemacht, so. Ich habe jetzt nicht die ganzen Skills so benutzt. Ich habe letzte Woche zum Beispiel diese Boost und so weiter benutzt. Sprintboost war schon geil. Also, wie habe ich die Tore gemacht? Ich bin jetzt euch zu 60% einfach lucky und 40% Ausrüst, ja, Trevela. Ansonsten würden die Bälle nicht reingehen. Und mein Ziel ist es, ehrlich gesagt, auch irgendwann, beziehungsweise demnächst, die neuen Siege zu holen. Es war knapp. Ich habe es irgendwie noch geschafft. Ich musste halt zwei Spiele, ich hatte noch zwei Spiele und zwei Siege müsste ich holen. Und dann, vorletztes Spiel habe ich dann in der 90. kassiert, Klassiker. Und dann habe ich das Spiel auch so verloren. Ja, TOTW-Pack, gehen wir auch mal rein direkt natürlich. Es wird kein Walkout. Linksverteidiger, League One. Ich habe das Gefühl, ich kriege wieder Allergie. 80er Rating, Mac Clean. Wenn wir den nicht für SBC oder so brauchen, dann halt für, dann verkaufen wir den. So, wieder Walkout RF. Das wird auch natürlich wieder schlecht. Ja, was für ein Team war das denn überhaupt? Keine Ahnung. Und wieder ein 80er Rating Montiel. Eigentlich Abschluss, aber nehmen wir mit. Wir gucken mal, vielleicht brauchen wir für SBC oder so irgendwann mal. Ich gehe mal rein mit 86 plus. Walkout wird es auf jeden Fall. Ich hoffe, ein cooler Spieler. Torwart Courtois. Den habe ich sogar, und zwar sogar Android, glaube ich. Deshalb werde ich, muss ein, ja, Kultur rennt die ganze Zeit, er sprintet. Ich muss, glaube ich, jetzt ein SBC machen. Es kann sein, dass ich einen Hero Pack mache. Ich muss mal schauen. Ich mache für euch jetzt einen Hero Pack hier, meine Damen und Herren. Achso, ich muss noch nicht. Okay, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich mache vielleicht einen Hero Pack noch. ZDM, Bundesliga, Chaka wird das, glaube ich, ne? Das ist ja auch Walkout. Bayer Leverkusen, aber was für ein Rating hat der? Bestimmt 86 oder so. Ja, Chaka 86. Einmal 89 und 86er. Ehrlich gesagt, ich habe Bock auf 100 Castet. Wir gehen rein. Komm bitte ein Walkout. Es wird kein Walkout. Klassisch. Klassiker, ey. Einfach kein Walkout. La Liga Spanien. 85er bestimmt oder so. Simon oder so. Simon, wie der heißt. Oder? Doch nicht. Alex Remiro. Ach du Scheiße. 84er Rating einfach. So, okay. Jetzt gehen wir rein. Und zwar 81 plus 15. Stimmt. Bitte Walkout, bitte. Yeah, Walkout. Aber es ist eine Dame. Es kann nur schlecht werden. Innenverteidiger. Frankreich. Was ist das für eine Liga? Französische Liga.
Olive Kleon, bestimmt so ein 88er Rating oder so. Ja, vielleicht drehst du dich um dann. Doch nicht. Renat nur. Aber ist okay, 88 Rating. So, ganz zum Schluss 82 mal 10. Bitte ein Walkout, bitte. Es wird leider kein Walkout. Wir müssen Hero Pick machen. Hero Pack machen, was im Pick. Eine Dame wird das Arsenal 85er Rating oder so. Robertson. Der kostet auch nichts, oder was? Ja, ein bisschen was wert, ist okay. So, erste SPC geben wir hier ab. 86. Ziehen wir unser Pack auch mal direkt. Jawohl, 78. Was ist denn das für Packs? So, unser letztes Team geben wir auch hier ab. 85 Rating. So, endlich können wir unser Hero Pack ziehen. Max 87 plus. Ich habe gehört, man kann auch Yapstam das ziehen. Einmal Gold Pack ziehen. Das wird eh nichts. Bestimmt kein Walkout oder so. Deshalb drücken wir einfach mal X hier direkt. Innenverteidiger. Komm. Einfach mitnehmen einfach. So, jetzt Hero Pack. Wir fucken nicht rein, lange. Wir gehen rein. Ich habe absolut keine Ahnung, wer das sein wird. Ist ein kleiner Torwart. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe den schlechtesten Hero gezogen. Ja, also Packluck ist auf jeden Fall nicht am Start. Campus. Ich weiß nicht. Könnt mal gerne in die Kommentare so schreiben. Aber ja, das ist einfach Schmutz. 87 Campus. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So sieht meine Mannschaft aus. Damit habe ich die Weekend gezockt. Ja, habe wie gesagt 80 geholt. Zu 80% ist mein Team so untauschbar. Hatte ein bisschen Packluck auf jeden Fall. Ja, was soll ich als nächstes hier verbessern? Schreibt es gerne in die Kommentare. Liken, folgen, nicht vergessen. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Weekend League Time.